Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Dennis heißt der TinkerVPK Gamer TV spielt den Fußball Manager 13. Ja, im letzten Part habe ich schon angekündigt, dass wir in diesem Part, ja, unser nächstes Länderspiel gegen Lettland bestreiten. Und, dass ich gerne mal den Zieler sehen will, und ich habe ein paar Einbürgerungen gemacht offscreen. Das habe ich mal so nebenbei total vergessen irgendwie mit der Aufnahme. Ich habe aber nur zwei eingebürgert, nämlich den einmal so den Namen, den man nicht lesen kann, und den Hakan Çalhanoğlu von Karlsruhe, der auch immer noch bei Karlsruhe spielt. Wir peitschen mal ein bisschen vor wieder. Ja, und dann sieht es ja leider nur ein bisschen mager aus, ne? Wen habe ich denn jetzt rausgeschickt eigentlich? Den Zieler? Ja, der sollte auch noch raus hier in der Wiese. Und ich will jetzt den Remy Adel nochmal sehen, wie der sich so anstellt beim zweiten Länderspiel, nämlich. Ja, 10,5 Millionen Euro geboten. Ja, aber wir werden ihn nur für 15 gehen lassen. Also mindestens 15, und ein 45-Torwart mit 14 Jahren. Ja, können wir machen. Kannst du machen. Ja, aber ich denke mal, AC Mailand wird für den gute, ich sag erstmal 13 Millionen und könnten ja theoretisch eine Rückkaufoption stellen. Denn die sind wahrscheinlich ab. Aber Gonalons kann man auch ausbauen, aber wir wollen höher und unserem anderen DFB-Mittelfeldspieler auch noch ein bisschen Spielpraxis geben, also. Sag mal, für 15 Millionen darf er gehen. Sag mal, Autosave wieder, dann brauche ich nicht den speichern. Und die Frist für ein Pokalfinale, ja. Leider können wir es ja nicht machen. Und sie haben 11 Millionen geboten, aber nein, wir wollen 15 Millionen. Blanc fällt aus. Da gucke ich nochmal kurz in den wen hatten wir denn rausgeschickt? Der Neue war auf der Bank. Und, stimmt. Genau. Kann ich mich wieder dran erinnern, den Wiese hatten wir rausgeschickt, genau. Hakan Çalhanoğlu will für Deutschland spielen. Ja. Danke. Warum hat er denn 65, ja gut, den kann man durchaus ausbauen, ne? Zur Leihe Hamburger SV bis. Ach so, ja. Der wurde von Hamburg ausgeliehen, glaube ich. Und er will auch hier unserem 70 Stärke Torwart, ja, unser 70-Stärke-Torwart, Deutsch-Argentinier, wollen wir einbürgern. Und ich denke mal, dass er mit 28 Jahren auf eine gute 75 kommt und dass er auch mal öfter mal spielt. Ja, wir haben hier ein Freundschaftsspiel, wir können hier ein paar Freundschaftsspiele ansetzen. Ach, Termin zum Freundschaftsspiel, ach, wir können dazwischen gar nicht. Ach so, ja. Gegen wen könnten wir denn ein Freundschaftsspiel machen? Ich würde mal sagen, gegen Belgien können wir ja machen. Ja, und sieht man hier noch irgendwie was? Nochmal ein paar Testspiele? Nö, gut. Würde ich mal sagen, pfeifen wir unser Spiel gegen Lettland an. Und natürlich wie immer im Textmodus. Und ich würde mal sagen, gebt euer Bestes. Mehr brauchen wir nicht. Möglichkeit für Lettland.
schon wieder. Guck mal, die Tabelle, wir hatten. Ja, genau, wir hatten zwei Spiele gewonnen. Und ich bin jetzt mal abgewartet. Und hier mit dem Pfostentreffer, leider nicht mit dem 1-0 von Miroslav Klose, der alte Recke, der auch richtig gut spielt, aber leider schon ein bisschen alt ist. Ich kann mir denken, wenn er mit 23 so spielt, wie er jetzt mit 33, 34 spielt, der spielt garantiert in der englischen Liga, wenn nicht sogar in der spanischen bei Madrid oder Barcelona. Weil er trifft einfach am laufenden Band. Und wir hier auch. Und war's Klose? Nein! Unser Herr Thomas Müller von Bayern München. Ja. Und jetzt in der 11. Minute ein frühes Tor und jetzt gleich nachlegen. Mit dem... Schade. Möglichkeit, Latte. Schade. Das war nicht schlecht. Und immer... Imans links. Ja, aber... Er will die Ecke von Holger Bartsch über per Kopf stellen, aber er trifft dabei die Latte des eigenen Tors. Noch einmal Eckball. Da würde er wohl jetzt am liebsten den Rasen anheben und diese Aktion darunter verstecken. Das hätte schief gehen können. Ja, würde ich auch mal sagen, das hätte schief gehen können. Ne? Möglichkeit 2-0 und damit ist die Partie wieder entschieden. Deshalb werden wir jetzt auch... Ja, gut. Und so kein Detail hier drin, also... Nochmal Zeitspiel und... 5% Einsatz. Beziehungsweise 0. Das will ich mal testen, wie das geht. Ich glaube, denn... Oh, eine Glanzparade von Roman Robert Zieler. Von Hannover 96. Hühnertrick von Mesut Özil im Mittelfeld mit einer einfachen Körpertäuschung lässt er Mann Paul Lux stehen. Oh, Marcel Schmelzer hat sich verletzt, der wird dann auch ausfallen fürs nächste Spiel. Aber Mertes Acker kann bestimmt Linksverteidiger spielen, oder? Haben wir jetzt kein Schwein, der Linksverteidiger spielen kann? Wilvis, kann er rechts spielen? Ja, der kann auch rechts spielen. Muss ich mal sagen, Wilvis für Schmelzer und drüber auf Lahm und dann ist jeder wieder auf seine Position. Weiter. Jetzt hoffentlich ohne weitere Verletzung. Ja, und da sieht man auch an den Trikots mit Dortmund und Schalke, wer es denn und welchen Verein denn ist, aber das meiste weiß ich auch von Haus aus. Und wir hier mit dem 3-0 wieder Thomas Müller. Und der nächste Schuss geht knapp am linken Pfosten vorbei. Und es gibt hier eine Nachspielzeit für die erste Halbzeit. Ja. Und manchmal die Halbzeitansprache, damit wir das nicht vergessen. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen daran lag, dass ich meine Jungs von Olympique Lyon nicht mehr so richtig motiviert gekriegt habe für die zweite Halbzeit. Weil wir in der ersten Halbzeit halt schon 1-0 in Führung gegangen sind. Und naja, wir sind ja jetzt bei Deutschland und dann werde ich das nochmal in Olympique Lyon, wenn wir dann wieder zurückgereist sind, ansprechen. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Ja, wir haben das Ding ja schon gewonnen mit dem 3-0. Und ich würde mal sagen, lass uns genau so weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Und noch loben hier, unsere Offensive. Aber ich finde, ihr habt relativ wenig. Wir hatten, ja, Thomas Müller ist der Einzige, der vielen Dank, dein Lob. Ihr Lob ehrt mich sehr. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich in der deutschen Nationalmannschaft mit dem Trainer duzen. Ich glaube mal nicht, aber naja, müssen wir sehen. Mal kurz die... Ach, Mist, jetzt habe ich einen vergessen. Hier oben hätte ich so machen sollen. Holger Bartsch über wegen einem ruhigen Foulspiel. Ja,
Und wie schon im letzten Part angesprochen, wenn ich das angesprochen habe, was ich hoffe, werde ich alle Parts, die ich jetzt aufgenommen habe, hochladen. Und ich werde es vielleicht sogar auf 2 Tage verteilen, dass eine, dass 3 Dienstag und 3 Montags kommen. Wir hier mit den nächsten richtig guten Chancen. Und das Stadion ist ja klar gegen Deutschland, aber es sind da nur 12.500 Zuschauer da. Und wenn man sagen, ne, übernimmt mal wieder die Kontrolle. Habe ich schon ein Zeitspiel eigentlich aktiviert? Und von mir ist Özi hier das, ja gut, ins leere Tor kann ich den Ball schieben, ne? Mir ist Özi hier das 4:0. Ja, habe ich aktiv. Ja. Machen wir die Taktik auch nochmal, vielleicht sogar im nächsten Part erst. Die Taktik von der deutschen Nationalmannschaft gleich nochmal an. Und hier war es 0:5 von Miroslav Klose, der aus 7 Metern einköpft. Ja, und ich würde sagen, Chili kannst schon jetzt theoretisch 3 Minuten Anspielzeit noch, hättest schon nach der 60. Naja, gut, nach der 60. nicht, aber 76. hättest du abpfeifen können. Also, da hätte nicht mehr, da wäre nichts mal passiert. Und die Statistiken, sieht man das noch hier? Nö, auch nicht. Ergebnisse stimmen. Sachen die Unsinn dazu. Heute herrscht schweigende Stille. Und Deutschland, was sagt Lahm hier? Ich bin der gleiche Philipp Lahm wie immer. Nur wegen einer Binde am Arm werde ich doch nicht meine Persönlichkeit wechseln. Welche Binde meint er denn jetzt? Ich frag mich gerade, welche Binde meint er denn jetzt? Meint er die Binde, die Trauerflor oder die Kapitänsbinde? Ich glaube ja mal die Kapitänsbinde, aber ich bin mir gar nicht sicher. Könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, was ihr denn meint, ob es für die Trauerflor war oder für die Dingens, für das Kapitän. Fällt aus, Oberschenkelprellung, na gut, interessiert uns nicht. Gummis? Oh nee, ne? Ihrem Spieler Gummis wurde im Spiel gegen FC Lyon nachträglich ein Fernsehbeweis, ein versteckter Ellbogenschlag nachgewiesen. Er wird vom Sportgericht für 5 Spiele gesperrt. Och nee, ist nicht dein Ernst, Sportgericht, ne? Ach du Scheiße. Ja, mal wieder. Vom Sportgericht in den Arsch getreten worden, ne? Allein schon, weil Bastos ja schon 3 Spiele, aber 5 Spiele, ein versteckter Ellbogenschlag, ja. Aber muss das denn gleich 5 Spiele? Meinetwegen können die den ja für 2, 3 Spiele sperren, aber doch nicht für 5. Das ist doch so unnötig. Ja, Pech gehabt, ne? Ja, muss man mal gucken, wen wir denn dafür reinschmeißen. Können wir da denn dafür reinschmeißen? Wen kennen wir denn da? Wer kann denn noch Stürmer spielen? Ja, Lopez kann Stürmer spielen, aber... Kann denn noch... Ah ja, ich habe eine Idee. Wir gehen nämlich im nächsten Spiel ein bisschen defensiver vor. So, und dann geht November ins Offensive. Genauso machen wir das. Und dann spielen wir so weiter. Und Gummis wird dann für mich ersetzt. Ja. Und im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich unser
Länderspiel gegen Luxemburg absolvieren. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch und hinterlasst auf unserem Kanal ein Abo. Bis dann.